Oh ja, Santiago, das wäre schön, wenn man Feenstaub in kleine Fläschchen füllen könnte. Dann könnte man sie ja in die ganze Welt verschicken und überall ein bisschen Licht verteilen und Wünsche erfüllen. Das wäre doch was. Wobei, es gibt ja Menschen, die für Lichtblicke sorgen, nämlich mit ihrem Engagement und ihrer wertvollen Arbeit. So ganz real, ohne Hokuspokus. Ich bin Franziska Reichenbacher. Willkommen in meinem kleinen Salon hier in unserer kleinen Künstler-Weihnachts-WG mit einem Baum, der wirklich durchs ganze Haus geht. Wo ist denn jetzt mein Anhänger? Ah, da hängt er ja. Und da hinten? Wunderbar, da steht ja der Fernseher. Da muss ich ja am nächsten Samstag um 7:45 mal schnell rein. Im ersten, die 6 Richtigen, das Glück verteilen und so. Heute möchte ich Ihnen aber einen Ort im Münchner Norden vorstellen, an dem mit aller Kraft den Kindern, Jugendlichen und Familien geholfen wird, die einfach mehr Unterstützung brauchen. Die Einrichtung Lichtblick Hasenbergl in München. Rund 200 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden dort gefördert und betreut. Und diese Angebote sind auch absolut notwendig. Denn alle diese Kinder wachsen in sozial benachteiligten Familien auf. Ihr Alltag ist geprägt von den oft großen finanziellen Sorgen der Eltern, von beengten Wohnverhältnissen. Manche haben auch körperlich oder psychisch beeinträchtigte Eltern. Und manche Kinder sind selbst krank oder sie haben auch Probleme in der Schule. Im Lichtblick Hasenbergl gibt es Hilfe und Perspektiven. Jeden Tag ein gesundes Mittagessen, Sozialtraining, sinnvolle Freizeitangebote und intensive Lernförderung. Ja, richtige Nachhilfestunden, die Kinder jetzt, gerade in dieser Zeit, besonders dringend brauchen. Da ist einfach ganz großer Bedarf. Und deshalb bitte ich Sie genau dafür um Spenden. Denn um diesen Nachhilfeunterricht ausreichend anbieten zu können, braucht die Einrichtung dringend zusätzliche Mittel, also Spenden. Jede Spende, Ihre Spende, geht ganz konkret in die Lernförderung der Kinder. Also beste Investition. Spenden ist immer auch ein bisschen wie Feenstaub verteilen. Ich danke Ihnen jetzt schon für Ihre Spende für die Kinder. Es ist also gar nicht so schwer, ein bisschen gute Fee zu sein. Apropos Feenstaub, apropos Anhänger. Mein Baumschmuck ist was ganz Hoppeliges. Was schätzen Sie, was das ist? Zur Auflösung und zum Spenden geht es hier entlang. Martin? Martin? Bist du mit dem Nähen fertig geworden? Ja.